Guten Morgen, wir haben uns gerade gesättigt. Ja, es ist halb zehn fast, krass, hätte gedacht, das wäre früher. Auf jeden Fall haben wir hier wunderbar geschlafen, irgendwann kamen da oben die Bauarbeiter, haben uns aber eigentlich nicht gestört. Da hinten geht die Sonne langsam über die Berge rüber, ist ziemlich geil. Und wir hatten heute Nacht richtig süße kleine Kumpels. Einmal ihn und dann noch ihn hier. Die haben auch schon mit uns gefrühstückt. Und jetzt geht's weiter nach Norden. What is the definition of swag? Is it a brown paper bag? Hold my pants while they sag, cause I'm just trying to live this life to the fullest. And I don't mean to brag, but my life is the coolest. What you dream about, I'm living out. I mean, despite what they told me, I'm moving on, screaming fuck the world. It's deuces now to the old me, yeah. And when they say that they so famous. Tja, wir haben uns hier gerade in Soler umgeguckt. Unser Auto steht da super schön und ich habe auch vorhin in der Hand. Basti hat so einen richtig schönen pinken Zettel in der Hand, ja, denn wir haben falsch geparkt bzw. kein Parkticket genommen. Und noch zu lange. Also und insgesamt zu lange. Sind wir 38 Einheiten zu lange illegal auf der Straße gestanden. Ja, geil. 80 Euro Bußgeld haben wir die Option oder 15 Euro jetzt zu zahlen. Ja. Und ja, schätze, wir wählen einen sicheren Weg. Und rein, ne? Ja, sehr nice. Ich habe übrigens gerade noch so geile Salami gekauft und wir haben herausgefunden, dass diese Ritze hier hinten, keine Ahnung, was da normalerweise reinkommt, die kühlste Ritze tatsächlich im Auto ist. Ziemlich geil. Wir sind jetzt in Port de Soller angekommen und bisher habe ich immer zu Basti gesagt, oder wir haben uns das gegenseitig so gesagt, wir hatten uns Mallorca eigentlich ganz anders vorgestellt. Irgendwie mehr touristischer und jetzt sind wir in Port de Soller und genau so wie es hier ist, genau so habe ich mir Mallorca vorgestellt. Unser Auftrag ist es jetzt, was zu trinken zu finden. Was zu essen zu finden. Und wir hatten auch ein bisschen das Urteil gefunden. Sommer würde ich eigentlich nicht aus Deutschland verreisen. Doch, ich schon, weil der Sommer ist auch scheiße. Wir hatten dieses Jahr 2 Wochen Sommer. Also, das ist Port de Soller. Ist ganz schön hier. Ich feiere es extrem. Basti gefällt es nicht so, weil ihm das schon fast zu groß und zu touristisch. I don't want this shit to end, so I'm never growing up. I'm living life like it's pretend, but I know this real as fuck. I made my own way. Now they act like they know me. Tell my haters don't go away. Stick around, I got more to say. Hey, we do it, be I. Also, bis hier oben bin ich schon mal gekommen. Jetzt muss ich nur noch schauen. Ich will in die Richtung noch ein bisschen. Richtung Sonne. Natürlich auch keine Kletterschuhe dabei. Braucht man auch nicht unbedingt. Eigentlich ist das hier wie so eine grobe Treppe, könnte man sagen, aufgebaut. Also auf jeden Fall cool, mal zu sein. Und nicht alle sind. Wow! Das ist nice, ne? Das ist schon fett hier oben, ne? Das ist echt krass. Alter. Naja, wir müssen jetzt wieder runter. Wir wollen nämlich noch im See baden. Ich hoffe, das ist eigentlich eine blöde Hoffnung, weil, also ich hoffe, der wird nicht zu kalt sein, aber ich denke, der wird echt arschkalt sein. Aber wir haben ja unsere 2 Euro Luftmatratzen und damit werden wir unser Glück einfach mal versuchen. Das ist der nice See, den wir angepeilt haben. Hat sich herausgestellt, das ist der Gorg Blue, nennt sich das Ganze hier. Davor war noch ein anderer, da weiß ich den Namen nicht. Das war ein Stausee. Das hier scheint auch ein Stausee zu sein. Da hinten ist nämlich so ein, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, die Sperre habe ich von hinten. Da ist eine Sperre, genau. Ja, und das ist komplett irgendwie Naturschutzgebiet oder eingezäunt. Schade. Hätte ich gerne meine Luftmatratze drin ausprobiert. Aber ich hätte auch damit gerechnet, dass das so ein kristallklares Wasserding wäre. Ne? Ja. Das ist einfach so geil, man hält irgendwie alle 5 Meter an, weil einfach überall ein geiler Spot ist und dann steigt man aus, macht Fotos, in diesem Fall Videos. Jetzt haben wir da hinten gerade einen gesehen, der hatte einen Neoprenanzug an und wollen irgendwie jetzt gucken, was hier ist. Wir haben gerade auf Google Karten geguckt beim Fahren,
ob hier irgendwie Wasser oder so in der Nähe ist, haben wir aber nichts gefunden. Ist einfach so surreal hier, also man kriegt das, glaube ich, auf die Kamera gar nicht rauf. Surreal schön. Surreal schön. Das ist, also diese Ferne und diese Weite. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber da ist ein kleines Haus. Panorama? Ja. Nice. Ist sogar halb drauf. Ah, fett. You say we could be a thing. I ask, are you flying through? Ja, nice. Wir sind in Port Polenko oder Pojenko angekommen. Basti hat den Auftrag, sich ein Gucci-Portemonnaie aus Mallorca mitzubringen. Ein echtes? Budget, sagen wir, 20 Euro. Ja. Oh, so viel? Ja. Süß. Das ist die kleinste Katze, die ich heute gesehen habe. Das, ja. Kleiner als die von Waldemosser. Wirklich sehr klein. Wir gucken uns jetzt ein bisschen... Ja, hab ich drauf. Wir gucken uns jetzt ein bisschen Port Pojenko an. Und dann müssen wir gleich mal einen Nächtigungsplatz finden. Erzähl mal, Basti, was hast du dir gerade gekauft? Lecker Parmesan für die Gourmets unter uns. Das isst du jetzt am Stück. In kleinen Stücken. Ja, gut. Guten Appetit. Wenn ich bei Kräften bleib. Danke ja, dir. Lass es dir schmecken. Und danke, Publikum. Wir sind jetzt hier am Hafen angekommen und das Schöne ist irgendwie, diese ganzen Boote, die hier liegen, alle ein bisschen unterschiedlich, aber halt auch alle ziemlich ähnlich, ne? Der unverkennbare marokkanische Bootsbaustil. Ja, ziemlich nice. Gefällt mir sehr gut, sieht sehr schön aus. Die Sonne geht gerade unter, es ist irgendwie kurz nach 7 und unser Plan ist eigentlich, dass wir jetzt von Port Soyer an die Nordspitze von Mallorca fahren und da wieder im Auto nächtigen. Das ist quasi... Was habe ich gesagt? Port Soyer. Oh, ich meine natürlich Port... Wie heißt es hier? Pojenka. Port Pojenka. Oh, Akku ist erschöpft. So, wir sind jetzt am nördlichsten Punkt von Polenza angekommen. Wie man sieht, sieht man nichts und man hört auch nichts. Deswegen gibt es hier das kleine Voice-Over. Ja, wir haben das Auto direkt am Leuchtturm abgestellt, wie man hier im Hintergrund ganz leicht erkennen kann. Und gehe jetzt nochmal auf Fotojagd und ich kann euch so viel verraten, dabei sind richtig geile Fotos entstanden. Ich blende euch einmal kurz den Standort ein und noch ein Foto. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare und freut euch schon mal auf den dritten und vierten Teil, der kommt nämlich auch bald.